Allerdings kann der Weg in den Urlaub mit Flugzeug, Auto oder Bahn ganz schön lang und beschwerlich sein. Wir testen 3 Gadgets unter 30 Euro, die das Reisen bequemer machen sollen. Welche sind sinnvoll und welche überflüssig? Der Clou ist ja, dass das wirklich auch überall, also in alle Richtungen funktioniert. Wie bleibt der Kaffee da, wo er hingehört? Sieht gefährlich aus. Ist es aber nicht, denn der Becher fällt nicht um. Was sorgt für Unterhaltung im Auto? Hallo, teste einen Transmitter und gucke gerade, wie gut die Tonqualität im Auto ist. Sind diese Helfer ihr Geld wert? Für den ersten Test reist K1-Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen auf der Schiene. Und gerade auf langen Bahnreisen ist gute Verpflegung wichtig. Wer kennt's nicht, auf so einer Zugfahrt braucht man auch mal einen Kaffee, ne? Oh Gott, ja. Und dann passiert nämlich genau das. Aber ich hab was mit, da passiert das nämlich nicht mehr. Und zwar diesen Thermobecher. Der hält Getränke nicht nur warm oder kalt, sondern ist angeblich auch unumkippbar. Kostenpunkt 30 Euro. 350 Milliliter Flüssigkeit passen hinein. Ich habe schon ein bisschen Bammel, ne, ob das wirklich funktioniert. Deswegen schraube ich es erstmal zu. Oh, krass. Okay, das ist wirklich krass. Ich meine, guck mal bitte. Das hält bombenfest. Das Geheimnis des Bechers versteckt sich am Boden. Sobald Madita ihn auf den Tisch stellt, saugt er sich mit Unterdruck daran fest. Der Halt löst sich, sobald sie den Becher wieder anhebt. Und wenn man jetzt viel auf Reisen ist, ja, und man kennt das wirklich, Bahn, Flieger, das ist ja immer irgendwie ein bisschen turbulent, finde ich den wirklich praktisch. Von der Schiene geht's für Madita in die Luft. Über 13 Millionen Deutsche haben im letzten Jahr eine Flugreise unternommen. Mit welchen Helfern wird sie unterhaltsamer? Wer im Flieger lieber Filme guckt, anstatt zu schlafen, für den ist vielleicht diese Mini-Handy-Halterung für 15 Euro was. Ich bin so ein Typ, ich gucke wirklich immer gerne, ne, ein bisschen Handy, ein bisschen Filme und so. Und das ist ja mega anstrengend, ja, immer so die Hand hinhalten. Also, das ist klein. Das finde ich schon mal super. Und ich glaube, man muss es nur aufklappen. In die Halterung passen Smartphones bis zu einer Breite von 9,6 cm. Ha! Toll, sehr gute Idee. Jetzt muss ich mal, der Clou ist ja, dass das wirklich auch überall, also in alle Richtungen funktioniert. Also ich kann das einmal komplett drehen, ich kann das hier komplett drehen. Also würde ich jetzt hier so sitzen und kann mir schön meine Serie oder meinen Film angucken. Das finde ich toll, muss ich sagen. Die Klemmhalterung darf Madita aus Sicherheitsgründen im Flugzeug nicht benutzen. Bei Zugfahrten wäre sie aber ein praktisches Extra. Und zusammengeklappt passt die Halterung ins Handgepäck. Ich finde diesen Mini-Handy-Halter echt richtig cool. Also er ist wirklich günstig, so um die 15 Euro. Dann ist er super praktisch, kann total viele Sachen und er ist halt mega klein. Also er stört halt überhaupt nicht. Man kann ihn überall mit hinnehmen. Aufs Handy gucken geht natürlich nicht, wenn Madita selbst am Steuer sitzt. Doch Autofahrten können ziemlich lang und langweilig sein. Welches Gadget hält Fahrer oder Fahrerin bei Laune? Vielleicht dieser Bluetooth-Transmitter für 25 Euro. Angeblich verwandelt er das Autoradio in eine Freisprechanlage und überträgt die eigene Musikplaylist vom Smartphone auf die Autolautsprecher. Ich muss sagen, auf den ersten Blick so, ne, der ist schön klein, sieht praktisch aus. Und er hat auch gar nicht so viele Knöpfe, das finde ich auch sehr gut. Wie leicht bringt Madita den Transmitter zum Laufen? Strom bekommt er über den Zigarettenanzünder. Schalten Sie Ihr Autoradio ein und stellen Sie das Radio so lange ein, bis Sie eine unbesetzte Frequenz finden. Das bedeutet ein weißes Rauschen. Ich drehe das jetzt mal laut. Also sowas. Also eigentlich, bis es sich schlecht anhört, ja, auf Deutsch. Dann die gleiche Frequenz am Transmitter einstellen. Bluetooth aktivieren. Jetzt starte ich mal das Musikprogramm und dann
müsste es ja funktionieren. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Ich höre Musik, aber ich höre auch immer noch ein kriseliges, nerviges Geräusch. Erste Funktion versagt. Kann Madita den Transmitter wenigstens als Freisprechanlage verwenden? Das Handy am Steuer nutzen kostet mindestens 100 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Hallo, Sophie! Hi, Madita, na? Der Ton ist ja fantastisch. Du, das ist sehr gut, dass du anrufst. Weißt du, was ich nämlich gerade mache? Nee. Ich teste einen Transmitter und gucke gerade, wie gut die Tonqualität im Auto ist. Und ich muss sagen, es funktioniert. Lohnt sich der Transmitter am Ende also doch? Ich muss sagen, der Transmitter hat mich schon irgendwie überzeugt. Ja, bei der Musik war es ein bisschen schwieriger. Dafür hat es jetzt beim Telefonieren richtig gut funktioniert. Da war das Knistern komplett weg. Und ich finde, da lohnen sich dann wirklich 25 Euro schon. Vor allem, wenn man irgendwie längere Autofahrten vor sich hat. Denn mit guten Gesprächen vergeht die Fahrzeit wie im Flug.